Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Vorab erstmal frohes Neues an euch. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Bilder von meiner Silvesternacht. Ich habe da ein paar Bilder gemacht und wollte die gerne mal zeigen. Sind ein paar gute geworden, deshalb seid gespannt darauf. Nun beginnt das Jahr 2017 mit einigen Roadtrips, aber das habe ich euch ja im letzten Vlog gesagt. Ich bin überrascht, wie gut der bei euch ankommt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass ein reiner klassischer Vlog anscheinend auch bei euch sehr gut ankommt. Das freut mich sehr, weil dann kann man ja ab und zu doch mal vielleicht so einen klassischen Vlog mal reinbringen und auch wie gesagt, ein Q&A. Gerne Fragen immer unten in die Kommentare. Die sammle ich mir alle zu aus und dann kommt ein Q&A mal. Vielleicht Ende dieses Monats, aber es will ich sich erstmal zeigen. Ich zeige euch erstmal ein paar Bilder von der Silvesternacht, die ich geschossen habe und danach sind wir auf dem Weg nach Hamburg. Angekommen und ich bin jetzt nach Hamburg gefahren, weil ich euch was zeigen wollte. Vor einigen Wochen waren wir in der Elbphilharmonie. Das war natürlich bei Dunkelheit und dann konntest du auch nicht so viel sehen von Hamburg. Deshalb sind wir nochmal hergefahren, um euch das bei Tag mal zu zeigen. Und wir sind jetzt dahin, wir sind kurz vorbeigefahren. Es ist ziemlich viel los. Mal schauen, ob es wieder umsonst ist oder ob man dann die Schutzgebühr bezahlen muss. Aber das werden wir gleich sehen. Wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zur Elbphilharmonie. So, mein Laptop ist jetzt eine Bearbeitung für den letzten Teil, den ihr gerade gesehen habt. Deshalb nutze ich diese Zeit einfach, um mich zu verabschieden für diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat das so gefallen wie mir. Also es war ein toller Ausblick auf Hamburg, auf den Hafen. Tolles Wetter gewesen, toller Sonnenuntergang. Leider hat sich der Akku danach verabschiedet. Also ich habe ihn mal leer bekommen. Das ist sehr selten eigentlich. Aber naja, Ersatzakku war im Fahrzeug, war natürlich nicht gleich dabei. Hätte vielleicht noch ein paar andere Aufnahmen machen können, beziehungsweise auch noch irgendwas zu euch sagen können. Aber das habe ich dann gelassen. Ich bin dann nach Hause gefahren und mich gleich dran gesetzt, diesen Vlog zu schneiden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Däumchen nach oben da. Abonniere mich, wenn du es noch nicht getan hast. Ich muss mich nebenbei noch ein bisschen vorbereiten für das nächste Let's Play. Und ich beantworte auch fleißig meine Kommentare im Hintergrund. Ich würde sagen, ich verabschiede und sage ciao.